Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gab jetzt seit kurzem oder seit ungefähr 2 Wochen kein Video, weil ich mit meiner Familie im Urlaub war. Und zwar waren wir in der Toskana, also in Italien. Wie ihr sehen könnt, bin ich vielleicht ein bisschen bräuner. Es war nämlich dort jeden Tag 40 Grad heiß und wir hatten einen schönen Pool und so und konnten uns da wirklich nochmal erholen. Und ja, heute gibt es ein Aufgebraucht-Video. Dennoch habe ich Dinge aufgebraucht. Ich habe natürlich nicht jetzt Sachen mitgenommen und aufgebraucht und wieder mitgenommen. Also so ein paar Sonnencreme-Sachen und so habe ich dort auch aufgebraucht. Aber wie gesagt, ich wollte sie nicht wieder mit nach Deutschland schleppen. Aber wie gesagt, es sind ein paar Dinge geworden. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne hier mein altes Aufgebraucht-Video sehen. Das habe ich ungefähr vor einem Monat gedreht. Dann könnt ihr euch die Produkte anschauen und ja, wisst Bescheid, ob ich die Produkte mochte oder nicht. Zuallererst habe ich mal wieder ein Fahrduschgel aufgebraucht, und zwar das Coconut Water. Ist einer meiner liebsten Duftrichtungen von den ganzen Fahrreihen. Riecht einfach super frisch und ja, reinigt super, riecht total lang noch auf meiner Haut. Und ich liebe Coconut Water und habe mir das auch jetzt schon mehrere Male nachgekauft und würde es mir definitiv auch wieder nachkaufen. Dann ein Produkt, das ich mir leider nicht mehr kaufen werde, das ist von Balea, das Totes Meersalzdusche Lemongrass Duft. Ich mag zwar den Duft ganz gerne, aber irgendwie, weiß ich nicht. Also ich habe das Gefühl, es ist zwar für trockene, gereizte Haut, aber ich habe eher das Gefühl, dass es meine Haut austrocknet. Und ja, das ist für mich dann, macht für mich dann ja keinen Sinn. Deswegen werde ich mir das Produkt nicht mehr nachkaufen. Und ich habe auch das Gefühl, der Duft, der entwickelt sich auf meiner Haut irgendwie ganz komisch. Deswegen nee, werde ich mir den erstmal nicht mehr kaufen. Aber da gibt es ja auch, glaube ich, noch andere Reihen. Und wie gesagt, Balea bringt ja immer wieder neue Sachen raus. Nicht, dass ihr euch wundert, als hätte ich die ganzen Monate nur geduscht. Die Sachen sind jetzt halt alle gleichzeitig leer gegangen, weil ich jetzt eben versuche, ein bisschen Platz zu schaffen. Und zwar habe ich von Wellness & Beauty, das ist von der Eigenmarke von Rossmann, ein Duschöl aufgebraucht. Und zwar das Mandelöl und Bambusextrakt. Das ist wirklich ein schönes Produkt. Ich mag Mandel sehr gerne und gerade so ein Duschöl. Es ist auch, sag ich mal, sehr nahe dem L'Occitane-Mandelduschöl. Oder ich fand, dass sie das halt versucht haben nachzumachen, weil es riecht sehr ähnlich, aber es riecht auf jeden Fall nicht so gut wie das von L'Occitane. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich dort arbeite, sondern es ist wirklich so. Also es ist kein schlechtes Produkt, das von Rossmann, aber das von L'Occitane ist definitiv um einiges besser. Es riecht erstens intensiver nach diesem wunderschönen Mandelduft und es pflegt auch viel, viel besser und ist auch ein bisschen cremiger auf der Haut. Also wenn ihr eine günstige Alternative sucht, könnt ihr euch das auf jeden Fall mal angucken. Das hat halt, wie gesagt, so noch so einen leichten Ölgeruch, den ich jetzt nicht so gerne mag. Sonst, wie gesagt, würde ich euch eher das von L'Occitane empfehlen, weil das, wie gesagt, einfach nochmal die Haut nochmal einfach weicher macht und ja, cremiger ist und vom Duft her halt einfach nochmal besser ist. Also die beiden Produkte habe ich aufgebraucht und wie gesagt, also es ist wirklich einer meiner Lieblingsprodukte von L'Occitane und deswegen kaufe ich mir das auf jeden Fall auch immer wieder nach. Das von Rossmann würde ich mir jetzt, glaube ich, nicht nochmal kaufen. Dann bleiben wir bei L'Occitane. Ich hoffe, ich bekomme jetzt hier unten keine Hater-Kommentare. Ich meine, ich arbeite bei L'Occitane. Ist ja wohl klar, dass ich auch Produkte von L'Occitane benutze und aufbrauche. Das soll jetzt keine Werbung sein oder irgendwas. Aber wie gesagt, dieses Duschgel habe ich absolut geliebt und es gibt es leider nicht mehr. Das war aus der Bonmaire-Serie, das Pfirsich-Duschgel. Und oh mein Gott, also ihr glaubt gar nicht, wie gut das gerochen hat. Ich habe schon immer so einen Pfirsichduft gesucht, der nicht süß ist, nicht cremig. Der riecht einfach frisch und nach Pfirsich. Also, oh, ich liebe diesen Duft und der war eben super frisch, total intensiv, hat ganz lange auf der Haut gehalten und ja, ich habe den echt geliebt, aber den gibt es leider nicht mehr. Ich versuche jetzt noch an so Restbestände dran zu kommen, weil ich dieses Duschgel absolut liebe, aber ich finde es sehr schade, dass es nicht mehr gibt. Dann von Head & Shoulders habe ich das Apple Fresh Shampoo aufgebraucht. Das hatte ich, bevor ich meine roten Haare hatte, mal als Tiefenreinigungsshampoo benutzt, weil es da hieß, dass es sehr, sehr gut ist. Und ja, ich habe es auch genutzt, um Haarfarben wieder rauszubekommen. Also dadurch, dass es, wie gesagt, eine Tiefenreinigungswirkung hat,
hat es dann auch Haarfarben besser entfernt und deswegen kaufe ich es mir auch nicht mehr nach, weil die rote Haarfarbe ja so oder so schneller verschwindet. Und ja, wenn ich dann so ein Shampoo noch benutzen würde, dann wäre meine Haarfarbe innerhalb von 2 Wochen sofort irgendwie draußen. Deswegen kann ich solche Shampoos nicht benutzen, aber so als Alternative zu anderen Tiefenreinigungsshampoos fand ich das von Head & Shoulders auf jeden Fall mal nicht schlecht. Gerade mit dem Apfelduft war das wirklich sehr schön frisch. Und ja, an sich, wie gesagt, gutes Produkt als Tiefenreinigungsshampoo, aber für mich jetzt leider nicht mehr nutzbar. Dann habe ich 3 Deos aufgebraucht. Auch da wieder nicht absichtlich, aber die sind alle halt gleichzeitig leer gegangen. Das von Dove, das Invisible Dry, das kaufe ich mir ab und zu. Sag ich mal, ist auf Platz 2 meiner Lieblingsdeos. Nummer 1 ist auf jeden Fall Rexona Shower Fresh. Ist einfach für mich das beste Deo. Ich merke einfach nur, dass wenn ich es länger benutze, ich es einfach irgendwann nicht wirklich nicht mehr vertrage. Aber ich habe so das Gefühl, es wirkt dann nicht mehr so gut. Deswegen wechsle ich immer ab zwischen Rexona und Dove. Ich habe dann zwischenzeitlich jetzt hier auch mal eins von Garnier ausprobiert. Aber das muss ich sagen, fand ich grottenschlecht. Erstens viel zu intensiv vom Geruch. Und ja, ich mochte es einfach nicht. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es wirklich so wirkt, wie ich das gerne hätte. Ja, deswegen würde ich mir das nicht nachkaufen. Aber die anderen beiden kaufe ich prinzipiell so oder so immer nach. Dann habe ich von Ebelin der Nagellackentferner Express acetonfrei. Den mag ich wirklich unfassbar gerne. Der hält bei mir auch ewig lange. Klar, wenn ich jetzt viel mit Glitzer und so rummache, wofür die ja super gut sind, um Glitzernagellack wegzubekommen, dann ist natürlich klar, dass er schneller, sag ich mal, also dass dieses Schwämmchen schneller dreckig wird und man dann eben einfach nicht mehr den Nagellack entfernen kann. Aber ich habe ihn jetzt zum Beispiel monatelang jetzt auch einfach für normalen Nagellack benutzt und da hat er, wie gesagt, Monate gehalten. Also wirklich, wirklich gut. Jetzt löst sich langsam so diese Watte da drin, also dass ich immer so Stückchen dann auf dem Nagel habe. Deswegen habe ich ihn so gesagt jetzt einfach mal entsorgt. Er wäre aber immer noch feucht und nutzbar, aber wie gesagt, man hat dann jetzt auch so Farben auf dem Finger. Also er ist jetzt langsam voll, sag ich mal so. Und ich finde das Produkt, wie gesagt, super. Ich habe jetzt noch einen ganz normalen flüssigen Nagellackentferner da, deswegen brauche ich den erstmal auf. Und dann würde ich mir definitiv den hier wieder nachkaufen, weil es geht, wie gesagt, super schnell. Der hält euch sehr, sehr lange. Und falls ihr sowas noch nicht ausprobiert habt, macht es auf jeden Fall mal. Das ist wirklich so ein super Produkt. Und dann haben wir noch 2 dekorative Kosmetikprodukte. Die brauchen sich ja immer ein bisschen schlechter auf, sag ich mal. Zu einem von Essence, das So Glow Cream to Powder Highlighter. Dem, der, das, die. Ihr wisst schon, was ich meine. Das war eben einfach so eine Creme. Und die habe ich immer, bevor ich das Make-up aufgetragen habe, auf meine Haut draufgegeben, weil ich das Gefühl hatte, dass dann, ja, das sich nicht so, weil es wird dann pudrig. Und auf meiner Foundation fand ich es nicht so schön. Unter meiner Foundation ist es nicht aufgefallen, dass es pudrig geworden ist. Deswegen habe ich es immer so gesagt als grundlegende Highlighter benutzt. Und da fand ich es wirklich sehr, sehr schön. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, ob es das Produkt überhaupt noch gibt. Aber an sich, wenn es es noch geben würde, würde ich es mir definitiv irgendwann nachkaufen. Also es war kein schlechtes Produkt. Da waren übrigens 4 Gramm drin und es hat eigentlich auch relativ lang gehalten. Deswegen, ja, kann ich euch nur empfehlen. Und wie gesagt, Essensprodukte sind ja so oder so immer super. Dann habe ich von NYX ein Highlighter sage ich schon, ein Lidschatten aufgebraucht in der Farbe Girl Talk, glaube ich. Ja, Girl Talk 04. Nicht ganz, also aus den Ecken habe ich es dann irgendwann nicht mehr richtig rausbekommen. Aber ich habe den nicht nur als Lidschatten benutzt, sondern eben auch als Highlighter fürs Gesicht. Da ist der wirklich auch wunderschön und ich finde den ganz toll. Ich würde ihn mir nachkaufen, wenn ich nicht, wie gesagt, schon zig Milliarden Lidschatten und Highlighter hätte. Aber falls ihr einen schönen Highlighter sucht, der so ein bisschen eher so in diese pinkstichigere Richtung geht, dann guckt euch auf jeden Fall mal den Lidschatten an. Kann man, wie gesagt, super, super auch als Highlighter fürs Gesicht verwenden. Und ich hatte den immer bei Reisen dabei, weil dann hatte ich immer einen Lidschatten fürs Augenlid und direkt den passenden Highlighter dazu. Deswegen, ja, hat er sich jetzt auch relativ schnell aufgebraucht, weil ich ihn, wie gesagt, auf Reisen so gut wie täglich dann immer getragen habe. Genau, also das ist auch ein ganz tolles Produkt und ich mag die Lidschatten von NYX auch sehr gern. Wenn ihr möchtet, könnte ich auch mal gerne so eine NYX-Sammlung machen. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert.
ihr wisst, ich bin so technisch, sag ich mal, jetzt nicht so begabt, aber man kann, glaube ich, auch voten. Also ich würde gerne so eine Sammlung machen. Also entweder kann ich ein Video machen, wo ich extra alle meine NYX-Produkte zeige und vielleicht auch die Liquid Lipsticks so auftrage in dem Video. Oder meine Essenssammlung kann ich euch zeigen. Oder Catrice. Also da könnt ihr gerne hier oben jetzt mal abstimmen, was ihr gerne als Sammlungsvideo haben wollt. Und dann würde ich da einfach ein Video drüber drehen. Und ja, Videowünsche so oder so könnt ihr gerne unten in die Kommentare stellen. Und dann hoffe ich natürlich, hat das Video euch gefallen. Daumen hoch bitte, da freue ich mich immer riesig drüber, wenn das Video ganz viele Daumen hoch hat. Und dann ja, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!